Wir suchen nach einer Möglichkeit, mit der Sie aus dem Fahrzeug heraus auf alle Quellen, die Sie auch zu Hause nutzen, direkt zugreifen können. Wir haben uns mehrere Kundenfunktionen überlegt. Dazu zählt zum Beispiel das Follow-Me-Szenario. Sie weisen sich mit dem Schlüssel im Fahrzeug aus. Da gibt es eine Art Lesegerät, das erkennt den Schlüssel und weist darauf hin, wer Sie sind. Das Fahrzeug greift auf die Daten, die Sie zu Hause haben, zu und Sie können dann nahtlos direkt da weiterspielen, wo Sie zuletzt zu Hause aufgehört haben. Es ist nicht das Bild eines typischen Forschers, der irgendwo in seinem Kämmerlein hockt und für sich selbst irgendwelche neue Ideen ausbrütet. Wir arbeiten sehr intensiv an neuen Forschungsprototypen, stecken die Köpfe zusammen und suchen nach neuen Ideen. Die Mood-Based Playlist muss man sich so vorstellen. Sie steigen ein ins Fahrzeug, wählen ihre Stimmung aus. Daraufhin lädt das Fahrzeug vollautomatisiert die Musik aus dem Internet herunter und Sie können sie direkt im Fahrzeug anhören. Das Highlight in meinem Job ist es eigentlich, wenn man eine Idee ausgebrütet hat und diese dann mal wirklich auch in der Serie landet und man seinen Freunden und Bekannten sagen kann, schau dir doch das mal an, das ist von mir.